Wisst ihr, wo Ulla steckt? Die ist doch zum Abholen, zum Einholen, wie immer. Na ja, wenn sie nicht kommt, dann müssen wir uns eben selber helfen. Kochen wir uns alleine was, ja? Prima! Was denn? Wann gibt's denn was zu essen? Wollen wir doch gleich mal sehen. Aha, haben wir schon. Und jeder muss helfen. Ist doch allein, kochen wir! Doch nicht solchen Lärm. Wir werden es genau einteilen. So, na, das dürfte wirklich eine Kleinigkeit sein, nicht? Wir brauchen Milch, Eier und Zucker. Den Zucker nehme ich. Gut, Tommy. Vorsicht! So, nur mal die Töpfe. Einen zum Kochen, einen zum Rühren und einen zum Schneeschlagen und vielleicht zwei in Reserve. Sobald sie kocht, nimmt man sie von der Kochstelle. Ja, aber doch nicht alle Töpfe auf einmal. In der Küche muss es immer hübsch ordentlich aussehen, sonst schmeckt es nachher nicht. Nein, nein, den lassen wir da zur Sicherheit. So, nun das Puddingpulver. Und jetzt die Milch. Mal die Eier bitte, ja? So, und jetzt die Eier. Aber Vati, doch nicht das Gelbe. Aber das Gelbe ist das Beste, mein Junge. Aber das wird doch niemals Schnee. So? Na, das wollen wir erst mal sehen. Seht ihr? So, jetzt das Pulver in den Schnee und dann den Zucker. Den müssen wir abwiegen. So. Zucker immer nach Geschmack. Tommy, sachte, sachte. Prima! Naja, das ist vielleicht ein bisschen viel geworden, aber das macht ja nichts. So, und nun rühren. Aber bitte, meine Herren, wenn sich jemand bekleckert, dann gibt's was. Naja, das kann schon mal passieren. Hier los? Ja, wenn du nicht kommst. Wir haben allein gekocht. Was denn? Das Staunste, was? Suppe? Du siehst doch, Pudding. Das soll Pudding sein? Na ja, ein bisschen dünn ist er ja. Ist eben Creme. Ja, Creme. Aber es sind so viele gute Zutaten drin. Jetzt wird gegessen. Ja, süß. Wo warst du denn? Entschuldige bitte, Vati, aber ich habe noch was Wichtiges zu besorgen. Für den Haushalt? Mhm. Für uns alle. Prima! Was ist prima? Der Pudding, Vati. Na ja, wenn wir kochen. Aber auf die Dauer geht es so natürlich nicht weiter. Es muss ein neues Mädchen her. Lass mal, Vati, die kriegen wir schon. Ja, hoffentlich bekommen wir diesmal eine, die länger bleibt. Das ist ja der Witz. Das ist kein Witz, mein lieber Martin. Das ist eine Notwendigkeit. Vati, bist du eigentlich scharf auf blond? Bitte? Ich meine bloß, ob du lieber blond hast als braun. Na, die Haarfarbe spielt dabei wirklich keine Rolle. Tja, also jetzt muss ich leider gehen. Bist du denn satt? Ach, vollkommen, ich würde kein Bissen mehr runterkriegen. So. Wiedersehen, Vati. Wiedersehen. Wiederschauen. Wiedersehen. Na, erzähl schon. Wie viel sind's? 38. Hurra! Verzeihung, haben Sie vielleicht irgendeine Kleinigkeit? Ich habe nämlich nichts zu Mittag. Vielleicht eine schöne süße Cremeschokolade? Cremeschokolade? Ja. Bitte Cognac.